zu einer neuen Folge Darsten a Leisen Tale. Ja, wir sind immer noch in den Ceremon Höhlen. Und zwar immer noch am Backtracken. Immer noch am Backtracken und Schätze sammeln und gucken, was hier noch so gibt. Wir hatten in der letzten Folge noch eine komische rote Kugel gefunden. Was es damit auf sich hat, wissen wir leider noch nicht. Wir wissen, hier gibt es ein paar Steine. Und hier soll es noch irgendwo einen Schatz geben. Irgendwo. Wo genau? Das werden wir rausfinden müssen. Da drüben. Da drüben ist der Schatz. So. Frage natürlich, wie kommen wir dorthin? Wahrscheinlich von hier aus. Und schon wieder so eine hohe Kante. Ich hasse es. Ich hasse es so dermaßen. Ich finde das nicht amüsant. Das ist doch nicht wahr. Irgendwas fehlt uns noch. Wir können doch nicht hochhüpfen. Irgendwas, diese Fähigkeit, das macht mich kirre. Ich verstehe es einfach nicht. Da, seht ihr das? Uns fehlen vielleicht, keine Ahnung, 1 Zentimeter oder so. Ein klitzekleiner Scheißzentimeter fehlt uns. Es ist so frustrierend. Au. Das ist auch frustrierend. Das Problem ist, ich muss noch ein Stückchen weiter, weil ich habe gesehen, dass wir da immer noch Schatz vergessen haben. Und wenn ich schon mal in der Nähe bin, gehe ich da auch natürlich noch hin. Steingekotze da. Wie jetzt? Ich hasse es. Natürlich. So. Hier ist immer noch kein Schatz. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Wir sind eigentlich gleich da. Komm her, ich brauch dich. Als Lichtquelle. Scheiß Lichtquelle, nützt nichts. Ein Areal weiter. Das ist also der Atemdruck. Also gibt es. Und noch ein Levelaufstieg. Das ist doch schön. So, was erhöhen wir denn? Unsere Gesundheit? Oder machen wir unseren so Damage drauf? Oder unsere Verteidigung? Ich glaube, ich mache mal die Verteidigung. Das ist, glaube ich, besser. So, hier ist irgendwo ein Schatz. Und wir werden den finden. Weiß er jetzt nicht. So schnell, so weit hoch wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mir doch erstmal das Areal angucken.
weiß ja nicht mehr genau, wo hier der Schatz sein könnte. Deswegen. Ich kann ja nicht sofort hochfliegen und da ist der Schatz. Das wäre natürlich ideal, aber gibt es natürlich nicht. Gut, da ist es nicht. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ja. Ich habe ihn gesehen, den Schatz. Also zumindest die Location von dem Schatz. Von meinem Schatz. Ja, der muss jetzt sein. Und zwar müsste der genau... Au! Au! So müsste der genau hier sein. Ja. Jetzt brauchen wir noch so eine Pflanze. Den jetzt so eine Pflanze. Ah ja. Das ist Hardcore. Ja, das ist sehr kurz. Schaffe ich das so mit der Kopfnuss, Kopfnuss, Kopfnuss. Okay, also hier ist das Ding. Okay, das hat nicht gereicht. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Nee, da ist nichts. Da ist auch nichts. Die Lösung ist bestimmt ganz einfach. Hier geht's ja direkt wieder runter. Ja. Also es ist nur diese Pflanze dort. So. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Wir können sie nicht von hier aus holen. Von hier aus können wir sie auch nicht holen. Wir können sie von hier aus holen. Das reicht aber nicht. Und in 4 Sekunden schaffe ich das auch nicht um die Ecke hier. Und da geht's direkt dran. Irgendein Trick muss es dabei geben. Ich probiere mal was. Vielleicht klappt es. So, jetzt sind hier ja wieder Gegner. In der Theorie. Ja. Ha! Geklappt. Geil. Aber sowas erstmal kommt, das ist, ich weiß auch nicht, das Spiel fordert den Geisteszustand vieler Kinder extremst heraus, um es mal höflich zu sagen.
Weil ich weiß nicht, ob manche Kinder wirklich auf sowas kommen würden. Oh, bei der waren wir auch schon lange. I'm saddened that my actions have cost an innocent life. I fear that unless you are able to stop General Gaius, even more lives may be lost. Wow, hast du jetzt viel zu sagen gehabt. So. Wie gesagt, es gibt schon noch ein paar Rätsel, die offen sind. Aber viel mehr können wir jetzt leider hier auch nicht tun. Hier soll auch noch ein Scheiß sein. Ja, ich weiß auch genau, wo dieser Schatz ist. Nur ist es wie immer dieses Blöde. Hier hinten hat man ja aufgesprengt. Und ich höre ganz genau, dass direkt über mir etwas ist. Da komme ich allerdings nicht hin. Weil ich nämlich nicht so fliegen kann. Und der Gegner hier nützt mir auch nichts. Ach ja. Qualen über Qualen. Da weiß ich, da fehlt uns der Resonanzstein. Das haben wir alles. Ja. Da fehlt uns auch wieder so eine Sprungfähigkeit. Deswegen würde ich sagen, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen weiter. Wir müssen auf die Sorgenwiese zurück. Und zwar genau dahin. Genau in diesem Bereich hier fehlt uns auch noch ein Schatz. Das verstehe ich auch nicht. Was soll denn hier noch ein Schatz sein? Das ist zum Beispiel auch wieder so eine Sache, die ich nicht verstehe. Irgendwo in diesem Bereich. Das sagt mir gar nichts. Ah, 1000 Hitkombo. So, allerdings suchen wir ja schließlich immer noch nach einem Grab mit Rosen, soweit ich weiß. Das müssen wir auch noch machen. Und uns dorthin knien. Und, ja, ich würde sagen, wir suchen erstmal weiter diese ganzen verloren geglaubten Schätze. Diese alten Erinnerungsstücke. Bleib mir vom Leib, explodierender Zombie. Ja, ich kenne dich. Ein Grab mit Rosen bedeckt. Müssen wir erstmal weiter. Ah! Blaupause. Ich sehe, da oben ist irgendwas. Ah, fuck, der hat gesessen. Erstmal weiter, bevor wir zurück können. Ich weiß, sehr interessante Logik, aber ist halt so. Oh, ich sehe auch, wir sind bald wieder am Limit der Zeit. Ja, dann muss ich diese Folge hier schon wieder beenden. Mensch, Zeit vergeht. Nun gut, dann soll es wohl so sein. Dann sehen wir uns wohl wieder in der nächsten Folge, denke ich mal, oder? Ja, ich denke schon. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao.